Hallo liebe Leute, willkommen zu einem neuen Video bei euren Gift Games. Wir sind wieder hier auf dem Server, um die zweite Datei wieder zu beschaffen. Wir sehen uns einfach gleich auf dem Planeten. Natürlich. Bis gleich. Ciao. Willkommen zu einem neuen Video. Ja, wir werden hier ganz schnell mein Ding hier vorbereiten, wo ich natürlich jetzt gleich unterwegs bin. Jetzt aussehen natürlich das da wieder. Ups. Ja, also dann geben wir uns jetzt mal ganz schnell Jackpack oder so. Dann cloaken wir uns mal ganz schnell. Auch schön, dass wir gleich hier beim Podrun Racer hier noch sind. So, machen wir noch die hier. Und wir sind gleich wieder. Okay, Leute, weiter geht's mit der Aufnahme. Schlecht. Name, so, warte mal. Machen wir jetzt einfach so. Mandalorianer. Schlecht. Name, Mandalorianer. X. Und Cloak. Wir gehen wir jetzt einfach. Schönen guten Tag. Ich bin X. Ich wollte Sie kurz warnen. Warum? Von ein paar Mandalorianer, die hier herumschleichen, die feindliche Absichten haben. Nee, nee. Und zwar da hinten, rechts des Gebäude neben der Basis da hinten, sind anscheinend Mandalorianer, die Probleme machen. Ach, und sie sollten lieber, aufpassen. Sie sind darunter eine ganz besondere Person noch her, oder nicht? Wie heißt die Person? Wie heißt die Person, hinter der Sie her sind? Jack. Ach, vor dem sollten Sie lieber aufpassen. Der wurde letztens zum König der Mandalorianers vom Clan Jackie erklärt. Er ist jetzt der König der Mandalorianer Jackie. Clan ist er jetzt der König. Sollten die lieber aufpassen. Also ich bin weg. Ciao. Danke. So, haben wir denen schon mal ein paar Tipps gegeben, worauf der aufpassen sollte. Warte, warte ich. Gut. Name Jack.
kommen die keinen Schritt näher, sonst sind die Daten gleich online. Und sie wollen, glaube ich, nicht, dass geheime Daten der Republik weitergeleitet werden. Wenn sie mich jetzt erschießen oder festnehmen, dann werden die Daten automatisch hochgeladen. Haben Sie es verstanden? Was wird automatisch hochgeladen? Die geheimen Daten, die ich gestohlen habe von euch. Sie werden mich jetzt gehen lassen. Sonst sind sie sofort online. Was wird hochgeladen? Die geheimen Daten, die ich von ihnen geklaut habe. Schlachtpläne und so weiter. Hat euch wohl der Senator sofort verarscht? Das waren Schlachtpläne, die da drauf sind und so weiter. Wo ihr euch alle positioniert habt, welche Uhrzeit, also welchen Tag und so weiter. Da solltet ihr mich jetzt töten, werden die automatisch hochgeladen oder wenn ihr mich gefangen nehmt. Ups, warte. Unterlassen Sie dies. Gut, dann werden sie mich entkommen lassen. Und sie brauchen es nicht zu versuchen, hier irgendein von diesen Systemen hier zu beschädigen. Das System ist hier nicht, was das hier hochlädt. Also sie werden mich jetzt hier entkommen lassen, sonst sind die Daten oben. Und das wollen sie doch sicherlich nicht, oder? Wo haben sie denn die Daten? Oder? Das sage ich Ihnen jetzt sicherlich nicht. Wie gesagt, ich habe Zeit, ihr nicht. Sehen Sie, wir haben auch schnell Zeit. Na warte, lassen Sie mich jetzt hier durch oder nicht? Er versucht zu fliehen. Lassen Sie mich hier durch oder die Daten sind oben. Bleiben wir jetzt hier stehen. Ja, also. Cody, Jenkins, nicht rum. Als ob sie jetzt hier wirklich glauben, dass die Sachen hier sind. Also, ich bin weg. Ciao. Ist er gestorben? Er versucht zu. So, das war aber jetzt mal schnell gewesen. Ob wir die noch hier ein wenig noch umschleichen können? Scheiße, wir müssen abhauen, wir müssen entkommen, ey. Wir müssen einfach entkommen. Dann kommen fertig. Wenn wir kommen, dann sind wir weg. Und dann Eck startet. Sein Schiff.
wir hier durchkommen? Scheiße, wir kommen hier nicht durch. Wir kommen jetzt hier nicht durch, Scheiße, Leute. Ja, das ist jetzt ein kleiner Pack. Das ist jetzt hier durch. Das jetzt hier nicht durch. Versuchen wir einfach den linken Weg zu stoßen. Komm aufs Genosis! Ich nehme Mandalorianer XJ. So, jetzt modeln wir uns mal zum Mandalorianer XJ. Gehen wir uns mit dem Jackpack. Und machen wir einen kleinen Besuch bei den Klonen. War hier nicht eigentlich vorhin hier einer gewesen? Ich will den mitnehmen. Schönen guten Tag, meine Herren. Was habt ihr mit unseren Mandalorianischen König gemacht? Wir haben's klar. Oh, das Ding nervt. Können wir es einfach exekutieren? Will ich mitnehmen. Juckt mich nicht, ob's nervt. Hä? Was haben wir mit meinem König gemacht? Mit meinem Anführer? Tot. Wir sind auch gleich, sie sind auch gleich mein König da. Was haben wir mit denen gemacht? Wo ist denn der? Ach, bis jetzt noch nicht. Ich rede von Jack. Sah genau so aus wie sie. Nein, der hat eine schwarze Rüstung mit Gold oder so. Ich glaube, das ist vor einiger Zeit. Der ist weg. Warum ist er weg? Er ist einfach im Hyperraum gesprungen. Wir haben ihn gesehen, dass er mit dem Schiff weggeflogen ist. Und weshalb? Heilige. Der einfach weg ist. Wer hat den da umgebracht? Wir Mandalorianer sind gerade hier für den Schutz für die Leute hier zuständig. Wer hat den umgebracht? War kein Mandalorianer, ich glaube das. Nee, wer hat den Typen da hinten umgebracht? Den Typen hier? Er ist umgefallen. Warum ist er denn? Umgefallen. Wer hat den getötet? Oder? Nee. Das ist für mich keine Rippe. Der ist auch umgefallen. Nein. Warum sind die tot? Der ist umgefallen. Fragen Sie mich das, warum die tot sind. Ihr kommt hierher und dann sind hier die Leute hier tot. Mein Finger juckt. Die fallen einfach um. Die fallen einfach um, ne? Ihr hört jetzt hier auf! Ich hab Ihr, ich möchte mit euch in Ruhe reden. Ihr seid einer der vernünftigsten Leute hier, oder nicht? Ja, ich möchte mit euch in Ruhe reden. Warum bringen eure Leute hier die unschuldigen Bürger hier um? Der ist auch einfach umgefallen.
Wir sind doch die Vernünftigen. Du weißt schon, dass alles im Video landet. Was? Du weißt schon, dass hier alles im Video landet. Ich brauche Munition. Du hast hier was im Bot gerade hier begießt. Keiner weiß, ich brauche ja Munition, ich hab ein Ammo. Warum bringt ihr hier unschuldige Leute hier um? Das waren wir nicht. Wir machen nichts. Dann ich will, dass ihr ihn festnehmt, der hier. Und der Regimentalkommando da hinten haben nichts gemacht und nicht gefeuert. An die, was sie sich beschweren sollen, ist an die Jedi-Meister, an meinen Commander und eine Specialist. Dann ihr bitte die festnehmen, ihr sollt. Aufrechnung. Mandalorianer sind dumm. Nee, das geht jetzt nicht so weit. Und vielleicht, wenn ich das jetzt sag, Jedi-Meister. Aber und noch was. Wirklich ein Hüter des Friedens und ein Kriegsherr. Ich hab was gegen Mandalorianer, weil ich 8 meiner besten Männer verloren habe, weil sie für die SEP gearbeitet haben. Also sie sollen nicht erwarten, dass ich sie unterstütze. Ja, aber hier töten einfach welche der Republikaner hier einfach hier die unschuldigen Bürger hier, ja. Die wir hier zum Schutz hier zuständig sind. Das geht für mich zu weit. Ich mache es weiter damit. Wir sind hier für den Schutz zuständig. Bitte First Class. Und das, wir werden jetzt und das geht betäuben. Einfach nicht. Vor die Festnahme. Sollen sie ihn nicht betäuben, werde ich ihn umbringen, will ich ihn schon mal sagen. Geteilte Strafe ist gerechte Strafe. Oder nicht? Was ist hier los? Was hier passiert hier ist? Sie stecken ihr Lichtschwert hier ein. Cody gesehen, habt ihr ihn probiert? Sie stecken ihr Lichtschwert hier ein, das geht hier zu weit. Sie Lichtschwert einstecken. Nur das Lichtschwert ist auf Betäubung. Nur die, ja genau, Lichtschwerter Betäubung. Lichtschwerter alles durchschneiden, die können. Der Mann, der mein Kommando wurde festgenommen vom Piloten. Ich hoffe, dass nicht alle so sind, sonst habt ihr Krieg gegen den Jackie-Clan. Ich muss Ihnen was sagen. Die Second Airborne ist eine Elite-Einheit, die keine Zivilisten tötet, diszipliniert ist und auch für den Frieden sorgt. Also, wir werden das Richtige durchführen. Ja. Sogar auf unserem Schiff wurde eine Exekution durchgeführt an einen Bruder, das wir nicht mal dürfen und befolgen dürfen. Und was machen die Soldaten? Befolgen den Befehl. Für mich ist es irgendwie keine Republik, sondern mehr die SEP. Ja, aber ich hoffe, dass nicht alle so sind. Ich will, dass ihr denen die gerechte Strafe zugibt. Weil der hat da auch welche von unseren Leuten umgebracht. Wo ist denn jetzt der Commander? Sollen wir einfach betäuben? Und der Jedi meint, dass sein Lichtschwert auf. Und der Jedi meint, dass sein Lichtschwert auf Betäubung ist. Ja genau. Auf Betäubung, Lichtschwert. Hä? Das sollte ein Übungsschwert sein. Ja, aber ich glaube nicht, dass ihn irgendein Jedi Meister so ein Übungsschwert dabei hat. Das Übungsschwerter sind ganz. Und was ist der Jedi? Ist Jedi Meister irgendwie Gott oder wie jetzt? Ja, sind viele so, aber der Jedi-Meister kann mich nicht beeinflussen, wenn er mir einen Drecksbefehl gibt. Ich bin wahrscheinlich der Einzige auf dem kompletten Schiff, der die Beeinflussung eines Jedis einfach weghalten kann. Ja, hat jemand einen Kummling von euch? Ich muss niemanden anfunken. Ich hätte eins, aber das ist militärischer Zweck, also leider nein. Irgendein. Das ist leider ein Protokoll, den wir befolgen müssen. Wo waren die? Oh, ich hab's doch nicht auf den Nachtschrank vergessen. Hallo, ja? Also sollen wir jetzt Cody, Hallo, darf ich bitte mit dem Ganzen reden? Gar nichts verstanden.
Ja, was? Ich höre da gerade, okay. Ja, Tränen durch und bringt ja, hallo Künstler, hier ist XJ, dein alter Kumpel. Die Klone machen hier Scheiße, bis auf zwei. Und bis auf der Pilotencommander. Sonst machen hier alle Klone Scheiße. Ja. Könnt ihr die bitte hier abrücken lassen? Sir, ich habe eine Frage. Könnte sonst gibt's man Krieg gegen, sonst gibt's Krieg mit dem Jackie klar, mit der Republik. Ja, kann man. Okay, gut, dann möchte ich nämlich mit Commander Thorn auf dem Schiff sprechen. Weil das, was der macht, geht so eindeutig zu weit. Ein Hüter des Krieges. Okay, warte mal, So, der Ganze hat mir gesagt, wir sollten jetzt hier weg. Gleich. Wenn wir unseren Commander wieder gefunden haben. Okay. Ist Commander Cody frei oder haben sie ihn in Handschellen gehabt? Ich dann jetzt immer weg. Ich erstmal verstärken, wo ich ach so, habe, okay. Wie anständig sind. Okay, kurz mal OC Codys ausbilden, also der er gesagt, er ist noch als Gefangener, okay? Achso, ein Segel. Habt ihr die Daten überhaupt genommen? Wir haben die Daten mitgenommen, ja. Die auf der Tribüne waren. Wir haben alles. Gut. Wir haben alles, also wir haben die Aufgabe erledigt. Wie gesagt, solange denke ich, ich und der Pilotenkommando waren vielleicht die einzigen, die Arbeit sehr gut gemacht haben und noch mein Viking, der wirklich keine Kacke gemacht hat. Ja, er war geistig abwesend, aber er hat wenigstens keine Zivilisten getötet, so wenig wie Cody und wie der Jedi-Meister. Also ich werde ich hoffe zumindest, sagen, der Jedi-Meister hört sie im Funk und sie sprechen. Nein, ist mir doch egal. Doch, mir soll er dann hören? Reicht auf die Jedi im Funk überbrechen. Soll er dann hören? Ist mir doch egal. Noch kurze Frage, kommen Sie gleich in einen privaten Channel im Holofunk? Ja, komm ich. Ja, oder? So, ich erstmal euch Verstärkung, die ich gerufen habe. Irgendein Großmeister will anscheinend hier vorbeikommen. Ja, wir werden dann vorne, ich und mein Perfect Class warten vorne mit den Regimentalkommandern. Mir ist egal, was die alle anderen machen. Ich hoffe zumindest, die kassieren eine richtige Strafe. Mir ist es egal. So, ich werde aber keine Exekution durchführen. Ich bin einfach weg hier. Also ich meine Überlebende bin ich los. Okay Leute, das war's mit dem Video für heute. Hoffentlich hat das Spaß gemacht, wie auch immer. Ja, wir sehen uns einfach beim nächsten Video wieder, wenn wir die dritten Daten endlich geholt haben und ja, die dritten Daten geholt haben und ja, die Republik gerettet haben, wie auch immer. Bis gleich, also bis zum nächsten Video, ciao.